Yuki hat ein Retro-Shirt an mit Sonic. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass es auch mein Retro-Spiel gehen muss. Ja, ist richtig. Ich freue mich, dass ihr reingeklickt habt, denn in diesem Video möchte ich euch Informationen liefern zu Streets of Rage 4, was ja schon vor einigen Monaten erschienen ist. Und da gibt es neue Informationen von den Entwicklern, die ein paar heiße Sachen angeteased haben. Und welche das sind, das werde ich euch jetzt verraten. Und damit noch einmal Servus zusammen und schön, dass ihr reingeklickt habt. Denn ich habe für alle Interessenten Neuigkeiten zu Streets of Rage 4. Dieses Spiel war ein heißes Thema, da war mein Kanal noch erheblich kleiner, als er jetzt ja immer noch ist. Aber das hat sehr viele Leute interessiert und ich bin gespannt eigentlich und würde mich sehr freuen, davon mal was in den Kommentaren zu lesen, ob einige von den Leuten, die meinen Kanal vielleicht wegen Streets of Rage 4 damals abonniert haben, ob die vielleicht nochmal zurückgekommen sind jetzt und dieses Video ansehen. Falls ja, dann schreibt mir mal bitte sehr gerne was. Das würde mich mal sehr interessieren. Aber auch alle Neuankömmlinge, die jetzt wegen dieser News reingeklickt haben, schön, dass ihr da seid. Aber nun genug der einleitenden Worte, kommen wir nun zur Sache. Es geht nämlich um Informationen, die der Mitentwickler Dotemu, die einen maßgeblichen Anteil an der Entwicklung von Streets of Rage vorhatten, die hatten sich vor einigen Tagen gemeldet über Reddit und hatten ein QA rausgehauen. Da durften die Fans der Serie Fragen stellen, die dann weitestgehend so gut wie möglich beantwortet wurden. Oder ja, manche ja, manche vielleicht auch nein. Dabei sind ein paar interessante Informationen ans Licht gekommen. Und das Interessanteste möchte ich als allererstes sagen, zumindest ich finde das am interessantesten, denn das hat direkt mit Streets of Rage 4 zu tun. Denn der Entwickler hat angekündigt, auch ohne Zeitangabe bisher, dass es einen DLC zu Streets of Rage 4 geben wird. Wie gesagt, ohne Zeitangabe, das heißt, wir wissen nicht, wann das kommt, ob es in ein paar Wochen oder erst in ein paar Monaten oder irgendwann erst nächstes Jahr der Fall sein wird, aber es ist wohl ein DLC in Arbeit oder sagen wir mal mindestens ein DLC. Man weiß aber sonst nichts darüber, das heißt, ich habe wirklich keine Ahnung, wird das Ding neue Level beinhalten oder einen neuen Spielmodus oder, und das ist das, wovon die meisten Leute ausgehen, eine neue oder mindestens eine neue spielbare Figur. Im Speziellen geht man sogar davon aus, zu wissen, welche Figur nun spielbar sein wird. Und zwar soll das Estelle sein, die ja in Streets of Rage 4 eingeführt wurde, die ja den größten Teil des Spiels auch ein Bösewicht ist, ja, bis sie so ein bisschen einsichtig ist und uns dann auch am Ende hilft. Nichtsdestotrotz ist die Figur ziemlich beliebt geworden unter den Fans. Auch ich fand die eigentlich ganz cool. Ja, soweit man von einer gewissen Tiefe und von einer gewissen Coolness in so einem einfachen Spiel natürlich sprechen kann. Und jetzt geht man davon aus, dass Estelle demnächst also spielbar sein wird. Warum geht man aber genau von Estelle aus? Naja, wie gesagt, ganz einfach, weil sie halt auch beliebt ist und man würde den meisten Fans da auch einen Gefallen tun. Aber es gibt noch eine Andeutung und zwar wegen dieses Bildes, das ich euch jetzt einblende. Das ist das Bild, was Dotemu mit veröffentlicht hat, auch über Twitter, als sie eben genau das nochmal sich rausgepickt haben aus dem QA, dass sie gesagt haben, wir machen ein DLC und ihr werdet bald weitere Informationen erhalten. Und auf diesem Bild sieht man im Hintergrund natürlich Estelle. Und da sagen dann viele, das wird wohl kein Zufall sein. Das soll schon eine Andeutung sein dafür, was uns in naher Zukunft erwartet. Möglich wäre es, es ist aber immer noch reine Spekulation. Was keine Spekulation ist, ist aber, dass irgendein DLC in Arbeit ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dabei wirklich um neue spielbare Charaktere geht. Und ich glaube, bei Estelle sollte man nicht aufhören, das wäre ja halt auch ein bisschen wenig. Ich kann mir vorstellen, dass es gleich ein ganzes Charakterpaket gibt. Also wenn das DLC wirklich hauptsächlich oder sogar vollständig aus neuen spielbaren Charakteren besteht, dann könnte ich mir noch einige mehr vorstellen. Und das ist ziemlich simpel, denn Estelle wäre nur eins. Aber warum nicht auch eine Streets of Rage 4 Version von Max, die ja schon existiert, nur die ist nicht spielbar. Das gleiche gilt für Shiva, der ebenfalls im Spiel ist, aber eben in einer alten Streets of Rage 2 Version. Warum den nicht noch in der Streets of Rage 4 Version mit reinzupacken? Und dann könnte man ja weitermachen mit dem Bruder von Adam. Warum nicht auch Skate reinpacken? Skate Hunter, den man ja aus Teil 2 und Teil 3 kennt, der ebenfalls in den alten Retro-Versionen im Spiel ist. Auch ihn könnte man natürlich wunderbar zum Komplettieren des gesamten Roster quasi einfach in der modernen, in einer modernen Streets of Rage 4 Version reinpacken. Außerdem wäre natürlich auch noch durchaus denkbar, dass es eine komplett neue Figur vielleicht geben wird. Aber ich glaube, wenn wir hier die vier Figuren einarbeiten würden, die eben genannt waren, das wäre schon ein ordentlicher Batzen.
Und zu guter Letzt möchte ich euch noch sagen, dass das aber, und das habe ich angedeutet am Anfang, nicht das Einzige ist, was Dotemu gesagt hat. Was sie nämlich ebenfalls beantwortet haben, nebenbei, ist, dass sie aktuell nicht nur an einem DLC für Streets of Rage 4 arbeiten, sondern ebenfalls drei neue Spiele bereits in Arbeit sind, die einem ähnlichen Prinzip folgen wie Streets of Rage 4. Jetzt kann man da natürlich viel hineininterpretieren. Was heißt das? Wird das wieder ein Sidescroll-Beat'em-up sein? Das wäre ja ein ähnlicher Stil. Oder heißt ähnlicher Stil einfach nur, ja, es wird wieder ein Retro-Spiel? Oder heißt ähnlicher Stil, es wird wieder ein Remake oder eine neue Version, eine aufbearbeitete Version eines alten Klassikers von Sega? Und das ist alles denkbar. Ich denke auch mal, dass man sich vor allen Dingen an einem Sega-Spiel versuchen wird. Mindestens eins davon, so spekulieren viele, wird irgendeine Art von Remake oder ein neuer Teil eines alten Spiels sein, der wie ein Remake funktioniert, also so wie Streets of Rage 4 jetzt auch. Von daher, man darf sehr gespannt sein, was uns vielleicht schon in naher Zukunft von Dotemu geboten wird. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das, was in Entwicklung ist, dann vielleicht schon auch auf den nächsten Konsolen erscheinen wird und vielleicht dadurch ja nochmal neue Möglichkeiten gegeben sind, die Spiele noch besser zu machen, als sie eh schon sind. Und das soll's von mir und den News schon gewesen sein zu Streets of Rage 4 bzw. zu Dotemu. Wenn ihr das interessant fandet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Ihr kennt das Spiel, läutet am besten die Glocke, dann könnt ihr sicher gehen, keine Videos von mir zu verpassen. Und nun wünsche ich euch wie immer am Ende meiner Videos noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, passt auf euch auf und ich hoffe, bis zum nächsten Mal.